Was geht ab, Manu Z-Fighter, Osiri hier. Und heute machen wir das Super Battle Road mit einem Super Strength Team gegen Extreme Physisch. Ich habe natürlich direkt angefangen, aber ich werde natürlich die einzelnen Sachen gleich erklären, wie mein Team aussieht und so weiter und so fort. Denn viele von euch haben das sehen wollen, meine Super Battle Road Attempts, also meine Super Battle Road Versuche. Ich habe fast alle geschafft. Ich muss nur noch mit dem Extreme Tag Team, Extreme In Team schaffen. Vieles davon habe ich entweder im Stream gemacht oder Offstream. Deswegen haben es wahrscheinlich viele nicht mitbekommen. Daher sind wir hier. Und machen das Ganze nochmal, beziehungsweise jetzt als Videoformat, damit ihr das seht, um eventuell mal zu sehen, welche Teams ihr da benutzen könnt, wie das Ganze laufen wird. Nun, mein Team sieht folgendermaßen aus, ihr könnt gerne mal einen Blick drauf werfen. Ich habe üblicherweise hat eigentlich Krillin drinnen, Krillin aus dem Barbershop statt Pan, Bipan. Aber, beziehungsweise warum hatte ich Krillin drin? Krillin hat immer eine Damage Reduction von minus 50%, Pan hat das auch, jedoch mit einer High Chance, also nicht immer. Aber zudem, wenn sie einmal ultet, halt sie uns um 30% und sie hat eine Chance, den Gegner zu stunnen. Also nehmen wir das mit. Zudem liegt sie sich viel, viel besser mit dem Team. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich die wichtigsten Charaktere, LL Vegito Blue, unseren eigenen Leader, einen guten Friend natürlich und den Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie legen wir die Charaktere, denn das sieht schon gar nicht mal so gut aus. Eigentlich will ich Vegeta nicht rausrotieren, aber da hinten bekommt er sehr viele Angriffe. Deswegen machen wir das erstmal folgendermaßen. Denn wir gehen erstmal auf den. Ich hab total vergessen, wie der heißt, wenn ich ehrlich bin. Wie ist der Dude hier rechts nochmal? Naja, anyways. Der wahrscheinlich der Meister von Tao Bai Bai, wie auch immer der hieß, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Ganze so gesetzt, eigentlich würde ich Vegeta nicht rausrotieren, aber Vegeta, wir wissen, er kann kontern. Wir müssen darauf hoffen, dass er viele Autodecks da rechts bekommt. Die anderen Jungs sollen davor angreifen. Warum ich Goku in die Mitte gestellt? Weil wenn Goku ultet, erhöht seine Verteidigung und das sollte ich mitnehmen, bevor er einen Angriff bekommt. Das macht ihr jetzt quasi. Ansonsten, in Sachen Super Battle Road Teams, da gibt es wirklich viele Konstellationen. Es gibt natürlich Charaktere, die könnte man auf jeden Fall mitnehmen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, da sie quasi Vorteile haben gegenüber anderen Charakteren. Beispielsweise der Super Saiyan Trunks aus dem Vegito Blue Banner. Der ist richtig gut für das Super Battle Road, hat eine 40%ige Damage Reduction. Je weniger sein Leben ist, desto mehr bekommt Angriff und Attack Boost, 120%. Ich habe ihn leider nicht, ich habe es aber auch schon mit der Konstellation geschafft. Um es kurz zu sagen, es gibt viele Konstellationen. Man kann es mit vielen Teams schaffen. Es gibt da wirklich ein paar Charaktere, die da wichtig sind, die man mitnehmen sollte. Wenn man zum Beispiel Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma hat und ihr seht es, der klatscht alles im Alleingang weg. Ihr seht es legit. LL Vegito Blue ist sehr, sehr wichtig. Natürlich vielfach Goku hier in dem Team. LL Vegito Blue ist immens tanky. Das werden wir gleich hier beobachten. Und Super Saiyan 3 Goku GT. Das ist perfekt, dass er an dieser Stelle ist, weil ihn wollen wir einfach immer nur rausrotieren, wenn er sobald er reinkommt. Ist aber ein sehr, sehr, sehr guter Partner für Goku. Ihr seht seinen Angriffboost. Ihr seht seinen Angriffboost, wie sehr der gestiegen ist. Und zwar healen wir uns hier natürlich, ja, wir gehen hier auf Nummer sicher, nehmen einen Heal mit, machen keine Faxen oder sonst was. In Super Battle Road braucht man auch sehr viel Glück, meine Freunde, also wirklich legit sehr viel Glück. Beispielsweise die Charaktere, eure Gegner müssen mal nicht ulten, damit es passt, oder ein Charakter muss einfach dodgen, ein Charakter muss kontern, ihr braucht wirklich viel Glück, deswegen. Aber das Gute ist, dass quasi kein Stamina zahlen muss, man kann es immer und immer wieder probieren. Und ja, Super Battle Road kann nicht jeder schaffen, das kann nicht jeder schaffen, ihr braucht legit gute Charaktere, wie ihr es hier seht. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwierig, aber da gibt es natürlich so gesehen einzelne Charaktere, die da herausstechen. Wir machen heute mit einem Super Strength Team, deswegen fokussieren wir uns zwar auf das Super Strength Team. Ich werde so meine Gedankengänge sagen, wie ich hier vorangehe. Muss nicht sein, dass wir gewinnen, kann auch sein, dass wir verlieren, macht nichts. Damit ihr nur quasi einen Eindruck habt, auf was man hier achten sollte, auf was man hier achten kann. Das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal so, dass die Rotationen stimmen. Diese Rotation zum Beispiel, die könnte sehr, sehr, sehr wehtun. Legit, die kann sehr wehtun, weil wir haben hier keine Tanks drin. Wir haben weder LL Vegito Blue noch Vegeta, der kontern kann. Wir haben legit nur Pan. Bei ihr wissen wir aber nicht, ob sie ihre Damage Reduction aktiviert hat. Daher muss man sich auf jeden Fall mit Items aushelfen. Jetzt würde ich aber gerne mal trotzdem versuchen, das Ganze so zu machen, um mir gleich. Ich werde mir gleich Gedanken machen, wie ich das Ganze doch noch machen werde. Ob ich ein Item aktiviere. Wenn wir eine Ulti bekommen, kann das sehr, sehr wehtun. Aber so Ghost Asche würde ich gerne behalten, eigentlich für Vegeta, wenn er reinkommt, damit er kontern kann. Ghost Asche sage ich. Uranai Baba, das zieht den Gegner. Also die Gegner macht keine Ulti. Wir haben Chichi-Item. Ich denke, Chichi-Item werden wir aktivieren, weil die werden sehr viel Schaden bekommen, eigentlich. Ja, wenn hier eine Ulti dabei ist, das wird sehr, sehr wehtun. Goku hat nur einmal gestackt. Wir gehen auf Nummer sicher. Und zwar tut Chichi Angriff und Verteidigung des Gegners um 77% verringern für eine 74%, sorry, für eine Runde.
Heißt, ich werde mal versuchen, Freezer zu stunnen mit Pan. Heißt im Umkehrschluss, das Item brauche ich auf jeden Fall noch gegen Ende, wenn ich den Doka-Mode aktiviert habe, weil mit Doka-Mode trifft man jeden Gegner und wenn ich dann Chi-Chi aktiviere, bekommen sie sehr, sehr viel Schaden und das ist dann zu unseren Gunsten. Genau, wie gesagt, ja, Goku ist der Leader, den braucht man auf jeden Fall. Da man Goku spielt, kann man auf jeden Fall eigentlich Super Saiyan 3 Goku GT mitnehmen, weil wenn er in einer Rotation ist mit Goku, tut er seinen Angriff so dermaßen erhöhen, dass er quasi mehr oder weniger One-Shot-Potenzial hat im Super Battle. Und selbst wir haben es vorhin gesehen. Sache bei den drei von Goku GT ist natürlich, wenn er einmal getroffen ist, ist RIP. Also muss man ihn immer rausrotieren, wenn es so gut es geht. An Kandidat im Super Strength Team bei meinen wäre eigentlich auch Super Gogeta. Er macht zwar Schaden, ordentlichen Schaden, aber er bekommt auch sehr viel Schaden. So, Freezer bin ich gestanden, nope. So, das ist perfekt. Die Konstellation, die ist sehr, sehr gut. Wir haben hier einmal Vegeta, der bekommt sehr viele Konter raus. Wenn ihr viele, beziehungsweise, wir sorgen dafür. Wir tun die Gegner sealen und Vegeta, also die Gegner machen jetzt keine Ultis und Vegeta kontert jetzt jeden weg. Jetzt, wer greift ihr an? Freezer, Sabon greift ihr an, nochmal Sabon und Dodora. Okay, Dodora greife ich dementsprechend nicht an, weil Dodora werden wir wahrscheinlich wegkontern. Dann gehen wir auf Sabon mit. Ja, ihr seht schon, ich will auf jeden Fall perfekte Ki bekommen für Kakarot. Hoffentlich. Hope. Das tut halt. Das tut weh. Legit, wenn ich sowas sehe, das tut richtig weh. Wenn man da nicht auf die Ki kommt. Naja, wie gesagt, Bipan habe ich jetzt mal reingenommen. Bipan werde ich mal versuchen, die werden beobachten. Davor hatte ich Krillin drin. Krillin aus dem Barbershop an der Damage Reduction, wenn die Guard aktiviert ist. Also. Das ist in dem Fall immer. Was heißt gerade aktiviert? Heißt, wenn ein Typenvorteil hat und das hat im Super Battle Road immer, da hat er einen Damage Reduction von minus 50%. Heißt, jeden Schaden, den er bekommt, tankt er um. Jeden Schaden, den er bekommt, dessen Schaden wird um 50% reduziert. Also vertraut mir, er bekommt wirklich sehr wenig Schaden. Ist aber so ein Charakter, den rutschst du immer raus. Das ist der letzte Slot, damit du da auf Nummer sicher gehst. Aber jetzt haben wir halt Bipan, die hat quasi das ähnliche, nur mit einer High Chance. Also triggert nicht immer, nimmt aber einen Heal mit durch die Passive, wenn sie ultet. Und hat eine Chance zu stunnen. Und ihre Link-Skill, das anscheinend ist sehr viel besser. Wir haben hier viele GT-Charaktere, Shattering Limit. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten, Kaba, der Strength-Kaba, der Supporter. Sehr, sehr wichtige Unit, wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn auch mit reinnehmen zum Beispiel. Aber Super Saiyan Trunks aus dem Vegito Blue Band, hätte ich ihn, würde ich ihn gegen Gogeta austauschen. Okay, hier wegen Great Ape ist ein bisschen useless, weil der wird keinen Schaden machen. ja, sei es zum Great Ape Osaru, wir nehmen das trotzdem an, aber über zwei oder vielleicht sogar drei Runden wird ja eigentlich nichts gehen. Wir werden ein bisschen Schaden machen, aber es ist ja eigentlich so Zeitverschwendung. Egal, wir nehmen die Zeit, um quasi über die Charaktere zu reden. Genau. Hätte ich Super Saiyan Trunks aus dem Vegito Blue Banner, würde ich ihn auf jeden Fall für Super Gita reintun. Er tankt sehr, sehr viel und je weniger Leben er hat, desto mehr Schaden macht er. Also er ist wirklich sehr gute Unit für den Super Battle Road. Welche fallen mir da spontan noch ein für Strength-Charaktere? Mit Pan Gita habe ich es auch geschafft. Sie bekommt 100% auf ihre Verteidigung für 7 Runden. Ist in gewissermaßen ein bisschen tanky. Ist auch so ein Charakter, wo man rausrotiert. Aber so ein Stammplatz, wo ihr auf jeden Fall haben solltet, beziehungsweise wenn ihr sie habt, seid ihr good to go. Ist er wirklich LA Vegito Blue. Super Saiyan 4 Goku, ganz klar als Leader. Einen guten Friend. Ich habe ihren 100% Friend genommen. Ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich LA Vegito Blue, vierfacher Goku, guter Friend. Und Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma wegen den Konter. Also die vier, wenn ihr die vier habt, ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann merke ich schon, dann braucht ihr drei Charaktere, die das Team entweder supporten, healen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt bei mir speziell Bipan drin. Ja, Super Gogeta als weitere Damage-Quelle, obwohl ich da wirklich. Hätte ich den Trunks, ich würde legit Super Gogeta raustun, weil der Trunks ist sehr, sehr gut. Damage Reduction minus 40%. Und ja, die Pass habe ich jetzt mal 1000 Mal wiederholt. Attack und Death bis maximal 120%. Kommt eben drauf an. Oh, okay. Kommt eben drauf an, je weniger HP er hat. So, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ich werde das auch so machen, ich werde kein Item benutzen. Weil dieser 3-fache Goku GT, der tut Kakarot seinen Angriff immens boosten. Er hat jetzt schon 368 Stacks. Aber ja, er muss ihn. Ah, okay, vielleicht war das ein bisschen risikoreich, aber wir müssen Risiken eingehen. Seht ihr? Nice. Okay, da hat alles gestimmt, da hat alles gestimmt. So, auch zum dritten Gegner, auch zum dritten Gegner. Und ihr merkt schon, Super Battle Road kann dauern, aber egal, machen wir. Wenn euch das ganze Event noch gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button. Und jetzt kämpfen wir gegen Tarz, gegen den bösen Goku Black. Bösen Goku Black, gegen den bösen Goku von damals. Der Goku Black von damals, das wollte ich sagen. Und die Rotation ist auch sehr, sehr gut. Die gefällt mir auch sehr, sehr. Frage ist, ich werde mich hier mal nicht healen, weil
Ich habe gesagt, ich werde mich hier nicht healen, aber ich habe mich instant geheilt. Ich wollte was anderes sagen. Was wollte ich sagen? Greift der Dude den an? Nee. Jetzt lass mal ganz kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ich wollte, glaube ich, sagen, ich werde hier nicht zielen. Nee, das werde ich. Ich werde tatsächlich zielen, weil ich bekomme da wirklich gute Angriffe auf Vegeta. Die soll er tanken. Die soll er kontern. Und Vegito Blue, auf wen geht der? Mich greifen die anderen aus, die Pappnase da hinten. Dann gehe ich auch mal mit Vegito Blue auf die Pappnase, den ich hier da markiert habe. Und Pan versuchen wir natürlich Talents zu stunnen. Genau, let's go. Also die Rotation ist auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Nice, okay. Schauen wir, was da abgeht. Wir brauchen Crit-Konter, werden insane von Vegeta. Ihr seht, er selber tankt wirklich sehr, sehr viel. Falls ihr nicht wisst, was dieser Vegeta kann. Attack und F 100% und crittet Auto-Attacks. Crittet, kontert Auto-Attacks. Like legit GG. Und der Fakt, dass er Strength-Charakter ist, kann man auf ihn Level 20 Crit gehen, also 40%ige Crit-Chance. Und das macht ihn so atemberaubend. Als er rauskam, war das der harte Sitter und ihr merkt, der Dude, der hat diesen... keine Ahnung, wie der auch schon legit aussieht, ganz rechts. Fast im Alleingang rausgenommen. Bei mir ist auf 100%, ganz klar. Und das ist der allergrößte Vorteil, den ich habe. Aber ja. Ihr seht, der ist auf jeden Fall eine Maschine an der Stelle. Und das freut mich, dass so eine Karte, vor allem Vegeta-Karte, so geil ist. Jetzt Elevation to Blue, let's go. Mit der Faust, boom. Ciao. Auch fast One-Shot. Insane. 10 Damage, das ist legit gar nicht. So, Pan, jetzt haben wir Pan hier an der Stelle. Also, ja, Pan hielt uns auch um 30% Schaden, den sie macht. Sie macht nicht so viel Schaden, wie ihr seht, aber netter Heal. Und hier hatte sie jetzt ihre Damage Reduction nicht drin. Ja, das ist eben das Risiko. Wir können das nicht sehen. Wir wissen nicht, ob sie die drin hat oder nicht. Tals ist gestunt. Sehr, sehr gut. Sie hat ihn immerhin gestunt. Danke, Pan. Okay, wer wird jetzt... Okay, oh, der wird sehr oft angegriffen. Tals ist gestunt. Zweimal greift Tals an. Okay, einmal greift dieser Penner an. Whatever. Und einmal der. Ich gehe auf den, weil der hat mehr Leben. Sache ist, trotzdem bekommen wir einen Hit von den Zweien und wenn darunter eine Ulti ist, könnte das wehtun, weil wir Goku GT da haben. Also healen wir uns mal zur allerhöchsten Sicherheit und dann werden wir versuchen, die anderen da rauszunehmen. Und zwar, ja, darf auch mal Leuten, warum nicht? Und Kakarot. Kakarot. Ja, den würde ich eigentlich lassen für Konter, weil Kakarot soll mal auf den gehen, versuchen den rauszunehmen. Let's go. 2 Millionen Sets. Wenn er crittet, dann ist GG. Crit ist GG, let's go. Minecraft sitzt auch auf 100%. Er hat kein Rainbow Star, aber 99%, weil ihr wisst ja, ich behalte immer, weil ich im Videoformat auf 100% bringen will und dann die Charaktere showcase mit einem Preview und einer Analyse. Kann aber dauern, bis das kommt. Fast hat er es geschafft. Aber der Dude bekommt sehr viel Schaden, ihr seht es. Also unser Heal war auf jeden Fall wichtig. Weil hätten wir dann eine Ulti bekommen oder zwei, dann wären wir weg. Aber so läuft es im Super Battle Royale. Man braucht Glück. Ist ein Modus, den kann man hassen. Habt ihr das gesehen? Additional Attack wurde geskippt. Das ist so ein Bug, dass ein Additional Attack manchmal geskippt wird. Whatever. So. Gut, Vegeta stellen wir auf jeden Fall dahin, auch wenn der Potenzial eventuell eine Ulti bekommt und das wehtun könnte. Like legit, der könnte echt eine Ulti bekommen und das könnte wehtun. Machen wir das trotzdem. Der soll auf Tarns gehen. Und Super Vegeta sollte eigentlich den rausnehmen. Sache ist, die will ich mich hier eigentlich, will ich diese beiden Items für den Schluss behalten. Und das ist jetzt so eine Sache, jetzt könnte eine Prenzlig werden. Entweder die verlieren oder am Glück. Schauen wir mal, weil die zwei Items brauche ich auf jeden Fall für die nächste Runde. Ist sehr, sehr wichtig. Und der Ulti könnte ja echt wehtun. Ob Tarns ultet, ich denke eigentlich schon. Ob wir es überleben, weiß ich nicht. 143.000. Ah, vielleicht könnten wir es überleben, weil Vegeta ist eigentlich tanky, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn wir überhaupt eine Ulti bekommen. Die anderen zwei Dudes sollten wir auf jeden Fall raus haben. Der ist raus, genau. Okay, keine Ulti, perfekt. Wir hatten Glück. Sehr, sehr gut. Und das perfekt ist halt ein Super Battle Royale, wenn ihr den Dokkan-Modus zur letzten Runde mitnehmen könnt, weil dann aktiviert Chi-Chi ein Dokkan-Mod auf einen eurer besten Charaktere. Wenn zwei L Vegito Blue passiert, geil. Wenn zwei 4 Van Goku passiert, wenn 3 Van Goku GT in einer Rotation, umso besser, weil ein Dokkan-Mod macht gegen jeden Schaden. Wenn wir mit Chi-Chi dann die Verteidigung um 74% senken, dann tun wir fast den One-Shotten. Oh, okay. Das sieht jetzt gut aus, weil... Ja, wir haben sogar die Rotation. Wir haben sogar die Rotation, die ich wollte. Frage ist, bekommen wir aber überhaupt den Doka-Mode? Weil legit, ich glaube, wir bekommen den einfach nicht. Das ist jetzt überhaupt nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Shit.
Also wirklich Shit. Ich glaube, wir haben hier einfach Pech jetzt. Hat dieser Goku jetzt hier Andreas Attack vertragen? Ja, das muss er nicht unbedingt machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Der greift hier alles an. Der greift hier Sangi an. Der greift am Goku Sangi. Ich versuche mal Sangi rauszunehmen. Aber ey, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, hier tun wir es auf jeden. Ne, wir bekommen legit keinen Dukamot. Oh mein Gott, okay, das ist nicht gut. Wir müssten die Runde überlegen, dass wir auf die nächste Runde kommen und da Dokamod starten. Ich werde eigentlich nicht das Risiko eingehen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Chichi-Item werde ich wahrscheinlich jetzt aktivieren, damit wir da gar keinen Schaden bekommen. Jetzt so eine Frage: Ich ein Risiko ein, aktiviere kein Chichi-Item oder mache ich es einfach? Ich bekomme übertrieben viele Angriffe. Weißt du was? Wir müssen ein Risiko eingehen, weil mit diesem Chichi-Item. Ich hoffe, bitte Pan, ich hoffe Pan, bitte Pan, bitte, 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 bitte. Hab deine Damage Reduction ab. Wenn nicht, haben wir legit verloren. Ist aber so ein Risiko, was wir eingehen müssen. Warum behalte ich es will ich ums Verrecken dieses Cheat-Item behalten? Reduziert 74% Angriff und Verteidigung des Gegners. Das heißt, in der Runde bekommen wir keinen Schaden, machen viel Schaden. Das mit einem Doka-Mod getriggert. Sangi hat's überlebt! Wenn Sangi ultet. Scheiße, bitte stun Porn. Bitte, 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 stun ihn. Oh Mann. Die hat legit ihre Passive nicht aktiviert, ihre Damage Reduction. Es passiert so oft, dass ich in der letzten Runde verliere. Oh mein Gott, aber ihr seht, das ist einfach super Battle Road. Das ist einfach. Oh mein Gott, like legit. Das ist einfach dieser Modus Super Battle Road. Ah, ihr habt gesehen, wie das Ganze läuft. Ich hätte das vielleicht gewinnen können, ich Chichi aktiviert, will ich euch nichts vorwerfen. Aber Chichi mit dem Doka-Mode ist quasi, ups, tut ihr fast das ganze Team One-Shot und dann gewinnt ihr die letzte Runde. Und das wäre meine letzte Option. Oh, wir hatten bis dann so viel Glück, am Ende hatten wir da kein Glück und ich kann legit nicht mehr reden. Deswegen, aber so läuft Super Battle Road. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mitnehmen. Und ich hoffe, ihr habt dann natürlich mehr Glück als ich. Gott sei Dank habe ich das schon geschafft. Aber ey, ja, nicht, dass ihr mich jetzt in den Kommentaren auseinandernimmt. Ja, ich hätte Chichi aktivieren können. Ja, ich hätte das so machen können, so machen können. Aber ihr merkt es schon, in Super Battle Road gibt es sehr, sehr viel. Es gibt viele Konstellationen, man braucht Glück. Wir haben auch zum Beispiel im Stream Extreme Strength geschafft. Shoutout an Nexus für seinen 100% Member. Das war insane, das war insane. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Auch wenn wir am Ende verkackt haben, macht nichts. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Peace.